Das ist ja richtig gewitzt. Wo will der hin? So ein kleines Versteckspiel hier. Ich sehe dich! Mit der New York Yankees Mütze. Hi! Oh! Oh, jetzt habe ich die falsche Waffe gezogen. Oh mein Gott, das war die Deagle, ne? Nein, stopp! Aber wir haben noch gespeichert, oder? Oh nein! Was ist passiert? Wo ist mein Speicherstand hin? Das kann doch nicht sein. Oh, auf dem Bazar? Im Whirlpool? Nein! Wo ist mein Speicherstand hin? Ist voll? Kann es sein, dass... Es kann sein, dass die... So, wir gucken nochmal. So, laden. Warum ist die Mission nicht da? Stopp! Oh nein! Das verstehe ich jetzt nicht. Warum denn ich speichern konnte. So, da haben wir unsere erste Schnittfolge. Wir sehen uns gleich wieder, Leute. Aber Leo, die Mission kennen wir doch schon. Warum spielst du die jetzt auf einmal wieder? Naja, ganz einfach. Ich konnte leider in der aktuellen Mission keine weiteren Safe Games mehr anlegen. Problem war, die maximale Anzahl von Safe Games war in diesem Spiel erreicht. Das ist eine alte Konsolenkrankheit aus dem Jahre 2002. Und sofern die Konsole Lead-Plattform beim Spiel war, wurde das genau 1:1 für den PC übernommen. Ist ein bisschen doof. Ich habe jetzt Folgendes gemacht. Ich musste jetzt nochmal diese Mission nochmal neu spielen. Für uns, für euch, für das Projekt. Und habe Dutzende alter Saves einfach mal gelöscht gehabt. Sollte nie wieder vorkommen. Und wir sehen uns gleich wieder mit dem aktuellen Missionsstand. Bis gleich! Und da sind wir auch schon wieder mit der Möglichkeit, wieder Safe Games anzulegen. Coole Sache, weiter geht's. Der alte Missionsstand. Wir müssen die Typen erledigen, die hier auf dem Markt herumlungern. Die Profikiller, die ebenfalls so profihaft sind wie wir. Und nachdem wir sie erledigt haben, müssen wir sie fotografieren. Auf! Das sind die Typen mit der New York Yankees Mütze. Zumindest der eine hatte eine New York Yankees Mütze angehabt. New York, New York. Ist das schon hier oder geht er diesmal woanders lang? Lustigerweise war der Ort, wo wir unseren Kumpel, unseren rothaarigen Kumpel, der hier verängstigt und besoffen rumhängt, der war diesmal an einer anderen Stelle. Hier unten war der. Diesmal nicht auf der anderen Seite links. Das heißt, dieser Faktor ist random. Finde ich ziemlich cool, sowas in einem Spiel. Das mischt das Ganze so ein bisschen nochmal durch. Vor allem, wenn man es dann nochmal spielt. Und gerade die Teile der Hitman-Spiele. Teile der Hitman-Spiele. Ja. Eignen sich natürlich hervorragend, um wieder und wieder und wieder gespielt zu werden. Vorsichtig. Cool bleiben. Der sieht uns nicht. Den müssen wir erledigen. Einfach erschießen ist nicht, ne? Ich opfer mal ein Safe-Game. Das ist doof. Das war jetzt doof, aber das gehört dazu. Kurz mal probiert. Jetzt haben wir ja Glück, vielleicht können wir den einfach hier so... Ah. Falsche Waffe! Und dann ziehen wir den da in den Markt rein. Ich glaube, der wollte hier Schaufenster bummeln, das kam der 1080p-Bug dazu. Dass er so komisch dasteht. Jetzt hoffen wir mal, dass wir den hier unbehelligt hier reinziehen können. Ah, damn. Nicht cool.
Sorry, I'm so sorry. Und wenn wir den hier einfach liegen lassen erstmal. Wenn wir den einfach hier liegen lassen. Ist natürlich nicht so richtig Silent Assassin, aber... Nicht, dass er sich hier gar nicht mehr wegbewegt wegen dem Bug. So. So, Kamera weggesteckt. Sehr schön, wir widmen uns dem anderen. Die Waffen haben einen toten Auftragskiller gefunden und der andere ist doch hier oben, oder? Das ist ein Scharfschütze. Oder sehe ich das falsch? Nee, der ist diesmal auch woanders. Geil, die ganze Mission ist durchzogen von zufälligen Faktoren, von random Faktoren. So, rechts rum. Rechts rum! Wir gehen rechts rum. Ist natürlich jetzt nicht so geil, dass sie den gefunden haben. Das versetzt die anderen in Aufruhr, aber... Er weiß, wo der noch lang getingelt wäre. Hey, 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 hey! Wo willst du denn jetzt hier hin, mein Freund? Lass mich mal in Ruhe. Ist der schlecht drauf? Will der mich erschießen? Geh weg, ich muss hier durch. Ist nicht cool. Warum verfolgt der uns? Der macht mir Angst. Wir müssen ihn abhängen. Hier in den Gassen des Basares, des Marktes. Wie kommen wir zu den anderen? Damn, woher weiß der immer, wo wir hinwollen? Ist nicht cool. Ist auch ein bisschen blöd, weil er uns gar nicht angreift. Renn mal einfach ein Stückchen. Vielleicht werden wir ihn ja los. Was ich aber bezweifle. Wir müssen irgendwie ein Stockwerk nach oben kommen und dann über die Dächer oder so, wenn ich mich richtig erinnere. Der kommt die ganze Zeit hinterher. Damn. Das ist nicht cool. Das ist überhaupt nicht cool. Und außerdem haben wir die Desert Eagle vergessen bei unserem Kumpel, aber... Sei es drum. Der weiß ganz genau, wo wir sind, oder? Kann das sein, dass er so ein Gummiband jetzt hat? Das ist echt strange gerade. Der ist gerade buggy, glaube ich. Ich glaube, der ist gerade buggy. Naja. Laden, oder? Würde ich sagen. Laden, vielleicht machen wir erst die anderen fertig. Die sind sowieso in der Bude. Die sind überall Aufgänger. Okay, hey, ist in Ordnung. Ist in Ordnung, das gehört dazu. Die Folge muss ich sowieso schneiden. Am Ende mache ich da ein paar Effekte drüber und dann ist alles geil. Ein paar Knister-Glitzer-Effekte. Irgendwas in die Richtung. Hi! Oh, die Waffe ist runtergefallen. Das ist nicht gut, oder? Das war nicht gut. Den hätten wir ein bisschen stealthiger erledigen können. Nein! Junge! Mach doch nicht so einen Mist hier! Schade. Ne, Zivilisten dürfen wir gar nicht töten. Aber wir wissen es jetzt, Leute. Wir wissen es jetzt, ne? Wir wissen es jetzt. Ganz sauber machen wir das. Ich habe Klavierseite gesagt. Ganz komisch, ne? Hatte ich schon mal erwähnt gehabt, 1080p Bug. Wenn ich die Klavierseite nehmen möchte, nimmt er die Pistole. Doofe Geschichte. Schwing! Uns darf uns natürlich keiner dabei zugucken. Sieht er uns? Sieht er uns? Nein, er sieht uns nicht. Oh, geiles Scharfschützengewehr, ne? Ich würde es wirklich gerne mitnehmen. Und ich frage mich jetzt, hey, kann ich eventuell eine Kleidung nehmen? Um ein bisschen stealthiger unterwegs zu sein. Ich meine, ne? Wo sollten wir weniger aufpassen, auffallen, als in einem Kult von Leuten, die alle eine Glatze haben? Finde ich eigentlich ganz cool. Ja, aber Scharfschützengewehr ist jetzt nicht so geil. Das ist verdammt laut. Schade, für die Sammlung würde ich es mitnehmen, aber ich kann hier nicht über den Markt laufen und... Und eine Waffe in der Hand haben. Da kann ich wirklich das ganze Spiel vergessen.
So, ach ja, fotografieren. Nicht vergessen, Leo, fotografieren. Schade, dass ich jetzt vorher gespeichert habe. Wunderbar. Wechseln wieder zur Pistole. Und dann machen wir uns auf den Weg. Aber hier ist einer weg. Ach, das sind nur die beiden, ne? Wahrscheinlich habe ich irgendwie peripher gedacht, hier wäre noch einer. Ja, da ist nur noch unser Freund mit dem New York Yankees Cap am Start. Den schnappen wir uns natürlich auch sofort. Der ist jetzt auf dem anderen Marktplatz. Ist einmal Marktplatz Aldi, einmal Marktplatz Lidl. Gibt natürlich auch Netto, aber nicht hier. Nicht hier. Netto, Norma, Plus und Reichelt. Nee, Reichelt gibt es nicht mehr, oder? Gibt es noch Reichelt? Habt ihr einen Reichelt bei euch zu Hause? Ach komm, jetzt muss ich doch irgendwie hinbekommen. So nah und der läuft so perfekt hier durch die Gassen. Den hätte ich jetzt hier schön um die Ecke bringen können. Ach, komm schon mal. Ein Glück habe ich gespeichert. Ein Glück habe ich gespeichert. Wo ist er denn? Nun ist er weg. Komm, du musst da mal irgendwo... auch mal irgendwo... dem Ruf der Natur folgen oder so. Ich meine, ich sehe keine City-Toiletten. Eine Gasse macht es hier bestimmt auch. Eine einsame Gasse. Oh, er hat mich gesehen. Er hat mich gesehen. Nicht cool, oder? Oh, warte mal, er verfolgt uns. Ist das gut? Vielleicht ist das ja gut. Wo ist er? Ah, er verfolgt uns dann. Das ist cool, aber jetzt sind so viele Leute da, ne? Ach, viel zu viele. Viel zu viele. Ach, komm schon. Du bist aber wirklich ein harter Brocken, mein Freund. Ein harter Brocken bist du. Und nur weil ich dich respektvoll töten will. Mit Respekt. Einfach nicht auf offener Straße, sondern schön, wo es keiner sieht. Wie man dein Ableben nicht beobachten muss. Damit du zumindest dein Gesicht wahren kannst. Wir werden dich in Erinnerung behalten. Du wirst sterben, wie du gelebt hast, mit einem New York Yankees Cap. So, wenn er jetzt hier keine Faxen macht. Ich nicht. Instant um 180 Grad dreht, dann sollte das eigentlich jetzt sein. Vielleicht noch ein Save setzen? So viel ist ja nicht mehr. Och, schade. Vielleicht müssen wir ihn einfach austricksen oder sowas. Kommt er immer noch auf uns zu? Nee. Nein! Er hat mich schon wieder gesehen, ne? Leute, was ist denn mit euch? Was soll denn das? Warum schleicht ihr denn hier so rum? Habt ihr irgendwas zu verbergen? Ja! Da hat der Leo ein bisschen die Geduld verloren. Aber nur ein ganz klein bisschen. Es haben nur Zivilisten gesehen. Wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen zurück zu unserem Kumpel, ne? In die Bilder zeigen, ne? Okay, nach einem verdächtigen Sektenmitglied. Das ist nicht schlimm. Das Stückchen sollten wir aber noch schaffen. Hier, ne? Hier? Ja, hier ist er. Gut, hi! Da sind sie ja wieder. Mit wunderbar. Den Fotos. Hübsches ich Pärchen, weiß, was? Ich weiß. Und so gut getroffen. Mach dich nicht wir lustig über Tote. Der Eingang zum Gurdwara ist hinter einem der Läden.
Dort müssen Sie die Leibärztin und Chefideologin des Kultführers, eine gewisse von Kamprad, töten. Danach können Sie sich um den Führer selbst kümmern. Erst auf der Krankenhausinsel. Das sind doch separate Missionen, oder? Das sind doch separate Missionen jetzt, oder muss ich das alles noch in einem Rutsch machen? Hier ist die Agentur. Ich bin's da. Nee, alles cool. Wir können trotzdem auch noch die Deagle mitnehmen. Sehr schön. Problem ist nur, die suchen nach einem verdächtigen Sektenmitglied. Vielleicht haben wir ja Glück. Vielleicht haben wir ja Glück. Und können uns gut an denen vorbeischleichen. Oder wir holen unsere Klamotten wieder. Oh, stopp, nicht Spielstand löschen. Oder wir holen unsere Klamotten wieder. Aber gespeichert wird jetzt so oder so. Unsere Klamotten sind eigentlich relativ nah. Bloß, die sind... Ja. Ah ja, wir probieren es jetzt erstmal durchzurennen. Wir haben einen toten Auftragskiller gefunden. Das wird nicht die beste Bewertung geben. Das wird nicht die beste Bewertung geben. Ah. Zumindest die Passanten reagieren noch nicht empfindlich auf uns, aber wir sollten auf jeden Fall einen großen Bogen um unsere Freunde in orangener Kleidung machen. Ein zurück, hier lang. Uah! Das ist eine richtige XXL-Folge heute. Nicht schlecht. Jetzt schön um die Ecke rum und dann noch... Oh mein Gott, warum? Warum tust du mir das an, du Hexe, du? Wirklich? Deinem Orangen... Sorry. I'm so sorry. Wollte nicht ausfallen werden. Wieso? Hexe ist doch gar nicht ausfallen. Naja, ich sag mal so. Zumindest, wenn man im Umkreis einer frisch aufwachsenden... meiner Nichte, sich regelmäßig befindet, dann ist Hexe in diesem Tonfall schon fast schon ein Fluch. Okay. Man will sich ja immer anpassen, man will halt nicht immer so viel fluchen, wenn ein Kind neben einem, also zumindest um einen herum, irgendwie aufwächst. Ach, hier ist die Leiter. Nicht schlecht, okay. Die Blauen sind die Sektenmitglieder. Sag das doch. Okay, dann ist er. Dann sind wir ja da durch. Dann sind die. Können wir jetzt ja eigentlich easy peasy um die Ecke laufen und. Gott sei Dank, mein lieber Scholli. Haben wir noch was Spannendes, was zu lesen? Ich lese so gerne. Nein, aber wir haben die Mission geschafft. Jawohl, ja, was für eine schwere Geburt. Trotzdem hat sie mich von A bis Z bis zum letzten Moment unterhalten. Ich hoffe euch auch, falls das der Fall ist. Lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und ein Abo, falls ihr das noch nicht getan habt. Und guckt euch mal diese Bewertung an. Das ist Profi, das ist fast Silent Assassin. Ich glaube, die Mission ist kaputt oder so. Das kann doch niemals Silent Assassin gewesen, also niemals so null aggressiv gewesen sein. Egal, Leute, wiederschauen, reingehauen. Euer Leo, bis dann. Ciao.